so eigentlich der Aufhänger des Videos gewesen. Ey, wie ist jemand, der erfolgreich geworden ist? Oh, okay. Der Grundgedanke dieses Videos ist einfach. Nee, ich glaube nicht. Ihr werdet euren Traumkörper haben. Ihr werdet Geld verdienen. Hallo meine Freunde, euer Coach hier ist Cecil. Ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch. Und ihr wisst ja, ich mache viele Videos, so Stressbearbeitung. Und ich möchte wirklich, dass ihr mit eurem Leben sehr zufrieden seid. Und deswegen habe ich mir heute was ganz, ganz Besonderes für euch ausgedacht. Und als Vorbereitung für dieses Video habe ich mir dieses Diktiergerät extra geholt, weil die Audioqualität so einer Handkamera ist wirklich schlecht. Deswegen hier schon mal 200 Euro dagelassen, nur für das Video heute. Also dafür schon mal ein Like. So, was habe ich heute gemacht? Ich habe einen Kunden von mir aktiviert. Den werde ich gleich besuchen auf seiner Yacht. Ich werde ihn richtig triezen, also ich werde Sport mit ihm machen. Und danach mache ich ein kleines Q&A mit ihm. Warum mache ich ein Q&A mit ihm? Nicht nur, weil er eine Yacht hat oder Geld verdient oder eine Firma hat mit 40 Mitarbeitern oder 50, keine Ahnung, sondern weil er wohl mit der coolste und entspannteste und lustigste Typ ist, wo gibt. Also allgemein wirklich ein echt cooler Typ. Und ich möchte für euch einfach mal mit ihm ein kleines Q&A machen, also ein paar Fragen stellen. Und zwar, wie geht er mit Stress um? Was macht er in Situationen? Wie ist sein Mindset? Weil ich möchte natürlich für euch immer das Beste erreichen, was ich erreichen kann. Und da haben wir wirklich mal eine gute Möglichkeit, jetzt wo ich noch in Deutschland bin, gleich meinen Kunden zu interviewen praktisch. Und das machen wir heute. Ich bin sehr gespannt. Ich werde ihn jetzt besuchen auf seiner Yacht. Ich zeige kurz seine Yacht, dann machen wir Sport und dann geht's los mit den Fragen. Also seid gespannt. Ich freue mich richtig auf das Video. Bis gleich. Okay, Sachen gepackt. Es geht jetzt los. Und schreibt mir nochmal in die Kommentare, ob ihr schon mal in Hamburg wart, weil es gibt jetzt einige Eindrücke aus Hamburg. Schreibt rein. Kleinste Kanu hast, ne? Kanu ist doch der richtige Fachbegriff, oder? Schlau. So, jetzt sind wir hier angekommen. Natürlich das Schiff mit der größten deutschen Fahne. Gehört Andreas, darf ich vorstellen. Andreas. Hi. Und Andreas zeigt uns jetzt einmal kurz sein, was war das, Schlauchboot oder Boot oder wie nennt man das? Dinghy. Ist noch ein bisschen kleiner als Schlauchboot.
Also ja, gehen wir genau. Mal rum. Ja. Also hier draußen sind wir, sieht man das Mikro jetzt? Ja, ja. Oh nein. Also hier draußen sind wir im Cockpit. Ja, genau, die Deutschlandflagge, nicht Fahne, Flagge. Ja, lass mal reingehen. Durch den Hightech-Fliegenvorhang. Achso, ich muss ja hier in dieses Mikro sprechen. Na, vergesse cool. Ich. Das ist die Brücke quasi, also die Steuereinheit, um dieses riesen Dinghy-Schlauchboot zu steuern. Das hier sieht man dich auf dem Kapitänssitzplatz. Ja, warte. Warte, das müssen wir einmal festhalten. Perfekt, macht er sich ganz gut. Ja, ja, was gibt es hier zu erzählen? Also eingebauter Fernseher ist ja wichtig als Sportler, dass man die dementsprechenden Sportprogramme sehen kann. Kleine Sitzecke. Wo ist der Fernseher? Warte, ich zeige dir das mal. Hier ist der. Ah, das ist ja geil. Alles schön, sinnvoll, versteckt. Die Technik, ja, wir brauchen ja nicht ganz rausfahren. So groß ist er nicht. So, verschwinde wieder. Gut, dann geht's hier weiter. Hier geht's dann in die Kombüse, wie man an Bord sagt. Also es ist die Küche, aber auf im maritimen Deutsch heißt es Kombüse. Hier ist alles da. Spülmaschine. Also du hast hier eigentlich alles, um hier zu leben. Also du brauchst eigentlich keine Wohnung mehr. Hier haben wir ein kleines Gäste-WC. Kleiner Schwenk rein. Wenn wir da beide reingehen, dann geht's nicht mehr. Und hier ist dann die Gästekabine. Ich gehe mal kurz vor. Zack, sieht ein bisschen unaufgeräumt aus. Also hier schlafen dann immer Freunde von uns oder wenn mal Besuch da ist. Und die haben nochmal ein eigenes Bad mit einer Dusche ums Eck. Also hier ist wirklich alles da. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Hier ist dann noch kleiner Kühlschrank, gut gefüllt, ja. Für das Nötigste. Jetzt größer als mein Kühlschrank zu Hause. Dafür kann ich nichts. Hier haben wir noch Waschmaschine und Trockner drin, also auch alles ganz sinnvoll verbaut. Hier schläft unsere kleine Zaubermaus. Ganze 11 Tage alt. Ja, das ist hier, machen wir weiter. Das ist hier der Eignersalon. Eignersalon, hier ist auch nochmal ein eingebauter Fernseher, was man eben so braucht, ne, auf so einem Schlauchboot. Hier hast du dann noch so einen Kleiderschrank, darum hängen die Kleider auch davor. Ne? Das ist dann hier, da sind die Rettungswesten, da sind sie nicht so optimal untergebracht. Eigentlich gehören die nach ganz oben. Ganz unten im Keller. Ja. Hier haben wir dann nochmal so ein bisschen Technik. Houston, wir haben ein Problem, wäre dann hier, also da ist nochmal so das ganze Netzwerk verbaut, also dass andere Firmen als Server in der Company haben. So, und gehen wir ein Stück zurück, Sissy, bitte. Und hier haben wir dann nochmal das richtige Bad. Ich hoffe, das kommt bei dir auf deiner Kamera deutlich größer rüber, als es hier eigentlich ist. Das schneide ich zurecht. In Wirklichkeit ist es eigentlich ganz klein. Jo. So, dann gehen wir wieder hoch. Wollen wir einmal außen rum? Ja, klar. Okay. Süß, die Kleine. Ja. So niedlich. Hier hinten kommen wir dann noch auf den Bord, da ist noch ein Ding drin. Also da ist tatsächlich ein Schlauchboot drin. Ach, da ist von, wirklich ein 2,50 Meter Länge. Ja. Nautische Information, damit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Aber also 55 Tonnen wiegt das Schiff, ist 60 Fuß, die stehen für 18,5 Meter, 5,30 Meter breit, also ziemlich breiter Arsch zur Länge. Ja, und kann man über die Weltmeere mitfahren. Ja, und da, wo wir jetzt unten eben drin waren, das war die Gästekabine in dem Bereich, haben wir hier außen nochmal eine schöne Freifläche. Was immer wichtig ist, das Ziel, dass du ein breites Gangboard hast. Ja.
das, was wir jetzt hier haben. Ne? Bei den anderen siehst du das so sehr oft ganz schmal, keine hohe Reling. Also das heißt, wenn wir mit der kleinen Maus mal unterwegs sind, kannst du hier echt ganz easy zu dritt unterwegs sein. Ja, cool. Ja, ja, das ist es halt. Ja, sehr cool. Also, wo trainieren wir? I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a negro. Half breed motherfucker grip the mic and heat flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn. Damn, you evil and just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never busting in them streets, but I keep it cheap though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I beast. Ain't no need of reach, I don't need a piece. I just kill them with kindness, yeah, we leave them deceased. And tell it like it is, and now you gotta compete. Show me, bring it back down. Think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, we gon' live it up till we bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. I hope you live a long life hating and watch every Grammy just to see who they nominating. So successful they probably say I signed with Satan. But I got God on my side, always down to ride. Don't get it twisted, I ain't perfect in the least. I'm still all up in your girl jeans like a crease, like a crease. Matter of fact, like a geneticist. These rappers' records coming out, they so repetitive. Shout out my homie Chance, piece of Skizzy Mars. Rap Pack, homie Castro be dropping bars. It's all love, man, this shit is ours. They never thought I'd make it shooting for the stars. Yeah, I'm a born sinner, but it's a cold world. Shout out my homies that know me, can't forget my old girl. But that's a touchy subject like a priest rope. I heard y'all finally eating over there, we got a feast though. Keep it Rat Pack, till the beat go. You might not get the flow now, let it seep though. Fans know my lyrics deeper than the sea flow, but we dumb it down so they spin it on the radio. Racism all up in them, that shit is irrelevant. My flow is colorblind, rapping for the hell of it. I don't give a fuck, my mind stays celibate. Run quick, tell a bitch, rap getting me hella rich. Out the blue like elephants, my flow is so elegant. Death on the sign of murdering rappers in front of their mamas. I rap by tonics, decipher the word cause it's a bonics. Reverse the letters and it spells Sinatra. Yes, I got your bitches loud. Think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a negro. Half breed motherfucker grip the mic and heat flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn, you evil. And just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never busting in them streets, but I keep it cheap though. I ain't in the fairy tale, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I beast. Ain't no need of reach, I don't need a piece. I just kill them with kindness. Yeah, we leave them deceased. And tell it like it is. And now you gotta compete. Show me, bring it back down. They think it's a game right now. But it ain't the same right now. Know my name right now. Drei. Came from now. Till we bring it back down. They think it's a game right now. But it ain't the same right now. Know my name right now. Back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. I hope you live a long life hating and watch every Grammy just to see who they nominating. So successful they probably say I signed with Satan.
But I got God on my side, always down to ride. Don't get it twisted, I ain't perfect in the least. I'm still all up in your girl's jeans like a creep. Matter of fact, like a geneticist. These rappers' records coming out, they so repetitive. Shout out my homie Chance. Piece of skizzy mom. Komm, noch zwei, noch zwei. Noch ein. Noch ein letzten, komm. Man, this shit is okay. They never thought I'd make it shooting for the stars. Yeah, I'm a born sinner, but it's a cold world. Shout out my homies that know me, can't forget my old girl. But that's a touchy subject like a priest wrote. I heard y'all finally. So, jetzt als mein Interviewpartner, ich habe extra für euch Andreas hier heute mal in seinem kleinen Schlauchboot. Hier in Hamburg. hallo. Es geht mir darum, dass ihr zufrieden mit eurem Leben seid. Sprich auch mit eurem Job und was ihr so macht und mit allem drum und dran. Und jetzt habe ich hier einen Kamerad, der ja anscheinend wohl sehr happy so mit dem ist, was er macht. Und deswegen wollte ich ihn heute mal ein bisschen so ausquetschen für euch, was er so in seinem Leben gemacht hat und womit er zufrieden ist und was ihm so richtig auf die Eier geht. Und deswegen gleich die erste Frage. Was ist dein bester Tipp, Andreas, um erfolgreich im Leben zu sein? Und das heißt jetzt nicht unbedingt Geld zu verdienen mehr, sondern es heißt einfach glücklich und erfolgreich zu sein. Ja, also immer an seine Sache glauben, nie den Fokus Geld verdienen im Vordergrund zu haben, eine starke Familie im Rückhalt, ja, das ist es eigentlich im Grunde genommen. Okay, aber du hast ja jetzt, warst du ja mit deinem Business bist du ja schon einigermaßen erfolgreich, sonst würden wir hier jetzt nicht so auf so einem kleinen Schlauchboot sitzen. Hat er gerade einigermaßen gesagt. So, also war das immer dein Ziel, unbedingt viel Geld zu verdienen oder was war so dein Hauptfokus? Naja, ich sag mal, das habe ich ja nicht von heute auf morgen. Ich bin jetzt 26 Jahre, wie du weißt, ja selbstständig und das muss man sich erarbeiten. Also ich habe auch vor 25 Jahren tatsächlich mal ein Schlauchboot gehabt, also irgendwie, ich glaube, für 200 Mark, zwei Ruder dran. Da brauchte ich keinen Fitnesstrainer, da habe ich das quasi in der Freizeit dann selbst gemacht. Ja, und ich sag mal, nach 26 Jahren, da hast du dir das dann über die Jahre erarbeitet. Wenn du jetzt eine Person beraten würdest, die, sagen wir mal, nicht so zufrieden ist mit dem eigenen Job. Also es gibt ja ganz viele, ich habe so eine Statistik gelesen, 85% der Leute in Deutschland sind nicht zufrieden mit ihrem eigenen Job. Was würdest du machen, wenn du todesunglücklich mit deinem Job wärst? Was würdest du so jemandem empfehlen? Auf alle Fälle da so nicht weitermachen. Also ich sag mal, daran festzuhalten. Ja, das kommt immer darauf an, wie nah einem der Mensch auch steht, mit dem man sich dann da auseinandersetzt über seine Situation, Lebenssituation. Das kann man nicht pauschalisieren. Also, aber grundsätzlich, wenn man unglücklich ist, dann auf alle Fälle was anderes machen. Aber du würdest dann ja in ein Loch fallen. Also du gibst jetzt, sagen wir mal, du arbeitest, keine Ahnung, bei Aldi, aber du bist da nicht glücklich und dann würdest du ja nicht einfach kündigen. Also was würdest du machen? Ist Aldi jetzt eine Schleichwerbung? Also darfst du das hier so einfach einbringen? Ja, das kann man. Also ich sag mal, das ist, jeder ist sein Glückes Schmied. Das ist ja ein bekanntes Sprichwort. Und das ist wirklich, also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Also ich bin auch, glaube ich, nicht derjenige, wo ich sagen würde, also bei meinen eigenen Mitarbeitern, da bin ich ja, ich sag mal, da schon der gute, ja, ich sag mal, Ratgeber und versucht die zu motivieren und bei Laune zu halten. Aber für Dritte ist das schwer, da irgendwie sich ja zu ereifern, da irgendwie zu unterstützen, sage ich mal. Okay, was würdest du machen, wenn du jetzt von heute auf morgen deine gesamten Finanzen verlieren würdest? Also sagen wir, du wachst morgen früh auf und alles ist gefändet und du hast genau 0 Euro auf dem Konto. Was würdest du dann machen? Erstmal nichts, weil man hat ja nichts mehr. Ja, da ist man sicherlich erstmal erschüttert und am Boden zerstört. Sein Lebenswerk da sicherlich zerschlagen. Ja, da muss man gucken, dass man aufgefangen wird von der Familie, von seinen Kindern, Freunde. Und dann wird sich irgendwas Kleines wieder finden. Ich glaube, man würde nie das Gleiche dann wieder versuchen zu bekommen, was man dann hatte. Wobei man immer erst weiß, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat.
Also es gibt ja Situationen, du hast ja mehrere Mitarbeiter, glaube ich. Wie viele? 41. 41, super. Und es gibt ja schon Situationen, du arbeitest ja auch relativ viel oder so, von morgens bis abends, viel zu tun. Ja, also ich meine, man kann in der Regel sagen, also heute sicherlich ein Stück weit weniger als vor 10 Jahren. Also vor 10 Jahren habe ich sicherlich das Wochenende immer noch voll mitgearbeitet. Das findet nicht mehr statt. Manchmal bin ich 12 Stunden unterwegs, mal auch nur 10, selten 8. Also in der Regel bin ich, also meine Frau vermisst mich schon des Öfteren mal in den Abendstunden. Und was würdest du sagen, also was machst du, wie gehst du mit extremem Stress um? Also wenn dich alles so, alles geht schief und alles ist falsch am ganzen Tag und alle Mitarbeiter nerven dich, wie gehst du damit um? Kann ich sagen, gehe ich schlecht mit um, weil ich lasse mich stressen, bin dann genervt und da muss man sehen, dass man da irgendwie wieder runterkommt. Das findet man in der Regel privat hier auf dem Schiff, in seiner Freizeit, da wirklich abzuschalten, Kopf frei kriegen, das gelingt mir ganz gut. Oder sowas machen, was die Jungs hier nebenan machen. Hört man die Musik? Das ist ja ganz klein Schwing. Okay, aber du wirkst jetzt, also im Personal Training wirktest du bisher noch nicht so mega gestresst. Ist das dann in der Firma so, dass du dann schon mal rumschreien kannst oder bist du dann eher relaxed oder fährst du das in dich rein oder... Nee, also ich sag mal, also mich aus der Fassung zu kriegen, dass ich rumschreie, da muss schon viel passieren. Aber ich bin schnell gestresst über Dinge, die so im Unternehmen passieren. Aber wie gesagt, schön, dass du es gesagt hast, wenn ich bei dir im Training bin. Da bin ich privat, da bin ich in der Regel dann auch wirklich entspannt. Das bestätigt mir auch meine Frau, die sagt so, jo, wenn wir am Wochenende unterwegs sind, dann bin ich immer im Entspannungsmodus, kann man sagen. So wie jetzt auch. Bist du, deine Lebenseinstellung ist halt immer gut gelaunt eigentlich. Ja. Andreas ist immer so. Ich bin lila Launebär. Ja, das stimmt schon. Also selten irgendwie schlecht. Okay, in der Firma bist du eher, lässt du dich eher stressen, aber im privaten Umfeld bist du eigentlich immer gut gelaunt und immer voller Humor und machst Witze den ganzen Tag und hast einen wahnsinnigen Humor und Fantasie in deinem Humor, dass ich manchmal selber so denke, Alter, wo hat er sich das denn jetzt, wo kam das denn her? So, wie ist da der Unterschied? Wie switchst du ab praktisch? Na, ich sag mal, wenn ich in einer Firma bin, im Unternehmen, dann ist Tagesgeschäft. Die Mitarbeiter wollen was, es geht um Inhalte, es geht um Aufgaben. Ich sage immer so schön, dann ist man nicht auf der emotionalen Ebene unterwegs, sondern auf der Arbeitsebene, auf der Organisationsebene. Und da bin ich eben auch anders unterwegs und wesentlich, ich sag mal, inhaltlicher und privat, da flachse ich rum, wobei in der Firma flachse ich auch mal rum. Also da bin ich jetzt auch nicht den ganzen Tag da irgendwie so wie so ein Patriarch und gehe da durch. Dieses Umswitchen, das gelingt mir im Grunde genommen sehr, sehr gut, aber von Anfang an, also damit kam ich lasse mich eigentlich ungern aus der Ruhe bringen. Schneiden. So, und jetzt weißt du ja, verlasse ich das Land. Yeah. Und wie siehst du das? Also hättest du Respekt davor, das Land zu verlassen? Oder wenn jemand so das Ziel hat, so ey, ich verlasse einfach das Land, was würdest du dem so mit auf den Weg geben? So von wegen, ja, keine Ahnung, bist du misstrauisch oder denkst du eher so, ey, das wird schon? Oder wie ist so deine Einstellung dazu? Also ich sag mal insbesondere zu dir, Cecile, du bist ja nun ein Mensch mit, wie soll man sagen, mit Migrationshintergrund. Also ich finde das gut, auch an euch Follower, dass er also endlich das Land mal verlässt hier und wieder. In Hamburg haben wir sowieso Wohnungsnot, ja, das wird mal Zeit, dass du jetzt hier mal wegkommst. Nee, Spaß beiseite. Also ich war sehr überrascht, als ich das ja durch Zufall mitgekriegt habe, weil du das Studio umgebaut hast. Und finde ich schon schade, dass du da jetzt an der Stelle gehst. Also jetzt 2 Jahre bei dir und hat ja auch immer viel Spaß gemacht. Also ich denke mal, das kriegst du dahin. Du bist ein Mensch, der macht sich vorher Gedanken, bevor er einfach loslegt. Andere Leute legen erst los, machen sich dann Gedanken. Ja, also ich sag mal so,
auswandern nach Kanada und dann so, ich mache mich da selbstständig als Holzfäller, um dann festzustellen, oh, hier gibt es ja schon ganz viele Holzfäller und mit 50 Euro komme ich auch nicht so weit. Die waren dann schon an dem Terminal, am Abflugsterminal alle. Naja, nee, da bist du ja deutlich besser organisiert. Das hatte ja auch schon immer jeder gesagt, so, die sagen ja dann immer, wenn jemand auswandert, ja, für mich ist das nichts. Für mich ist das aus jetziger Sicht auch nichts. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt hier in Deutschland, habe mir hier viel aufgebaut, genieße das Leben, das Land, die Leute. Und wer weiß, ich bin jetzt 26 Jahre jung, 36, nein, 46, ach egal, du schneidest das schon zurecht, 56, 77. und man weiß nie, was so in 15 Jahren ist. Da, wie gesagt, bin ich ergebnisoffen. Braucht man dafür jetzt einen Führerschein? Für das hier, ja. Reicht auch ein Autoführerschein? Nee. Also dürfte ich jetzt damit nicht fahren? Doch, weil ich dabei bin. Ach so. Soll ich rein jetzt, oder? Ja. So, meine Freunde, das war doch mal ein richtig schöner Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben nochmal sein Speedboot rausgeholt und nochmal so eine kleine Tour hier an der Hafencity gemacht. Das ist da im Hintergrund die Elbphilharmonie, also richtig schön. Sonnenuntergang war nochmal richtig schön. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, dass Andreas so ein sehr entspannter Kamerad ist. Also wirklich sehr relaxed, obwohl er wirklich viel zu tun hat und eine Firma hat mit 40 Mitarbeitern, 41. Und aber echt relaxed ist. Ich freue mich einfach, wenn ihr so andere Menschen seht, wie andere Menschen mit ihrem Job umgehen, dass diese Statistik, die ich gesehen habe, wo ich echt so krass beeindruckt bin, dass 85% der Leute einfach nicht zufrieden sind mit ihrem Job. Wie sind solche Leute, die erfolgreich sind? Der Grundgedanke dieses Videos ist einfach. Ihr solltet wirklich mit eurem Job zufrieden sein. Wenn ihr mit eurem Job nicht zufrieden seid, dann solltet ihr wirklich überlegen, den Job zu wechseln. Macht was, was euch wirklich Spaß macht.
und ihr werdet selten erfolgreiche Menschen sehen, die irgendwas machen, wo sie überhaupt keinen Bock drauf haben. Das, man wird nicht wirklich gut in einer Sache, wo man keinen Bock drauf hat. Deswegen, wenn ihr nicht zufrieden seid mit eurem Job, nicht den Kopf in Sand stecken, sondern denkt mal drüber nach, vielleicht kann ich was anderes machen, vielleicht kann ich was ganz anderes machen. Das war ja auch die Aussage von Andreas. Ich würde nicht in einem Job bleiben, der mir keinen Spaß macht. Das würde ich persönlich nicht machen und das würde ich euch auch nicht empfehlen. Deswegen, das Video ist einfach nur für diese 85% der Leute, die einfach nicht zufrieden sind mit dem Job, vielleicht mal was an was ganz anderes denken, weil ich möchte einfach, dass es euch gut geht und dass ihr zufrieden seid mit eurem Job und Stressfreiheit habt, damit ihr gesund seid und euch auch dann wieder um den tollen Körper kümmern könnt, weil es hängt alles zusammen. Ihr macht richtige Sachen, ihr seid nicht gestresst, ihr macht die richtigen Sachen, ihr ernährt euch richtig, ihr macht richtig Sport, ihr werdet euren Traumkörper haben. Ihr macht im Beruf Sachen richtig, ihr werdet Geld verdienen. Das sind alles Symptome. Deswegen, das ist so eigentlich der Aufhänger des Videos gewesen. Ich hoffe, diese Art von Video als Vlog hat euch auch mal gefallen mit dem Kunden von mir und schreibt einfach mal rein, ob euch das so gefallen hat, ob ihr zu Ende geguckt habt. Auf jeden Fall, wenn ihr zu Ende geguckt habt, Hashtag rein zu Ende geguckt. Und ja, sonst einfach eure Gedanken reinschreiben, ob ihr mit eurem Job zufrieden seid oder nicht oder ob ihr mal was ganz anderes machen wollt. Schreibt einfach mal rein. Jetzt in meiner Phase, wo ich sowieso nach Dubai auswandere, sind solche Sachen natürlich extrem interessant für mich. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald, euer Coach Sessi. Und das schneidest du jetzt zusammen irgendwie so und machst wieder so irgendwelche Effekte. Ja, genau. Bitte wieder so, Genau. Ich bin Andreas! Einmal synchronisieren. So, im Moment nicht aufgepasst. Man darf natürlich nie direkt in die Kamera gucken, ne? Doch. Hey Schatz, wenn man so eine Szene so Allergie ZSZ. Da bist du ja, du siehst so entspannt aus. Hattest du einen anstrengenden Tag? Ich weiß nicht, ob der Wind stört. Nee, ich glaube nicht. Ja, sonst muss man so eine Socke rüberziehen. Ich weiß nicht, ob der Wind stört. Voll so. Ich hab's. Und das ist so. Von der Scheiße, ey. Alles umsonst, ey. So, ja, ganz gerne. Mit Dubai, und da sind die echt krass abgegangen, also haben richtig viele kommentiert. Aber dann hast du trotzdem von 100 Kommentaren ein, zwei dabei, die dann sagen, ja, aber in Dubai ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Interessiert doch nicht. Nein, es gibt immer Vor- und Nachteile. Ja, ja. Natürlich, ich denke ja auch nicht, dass ich nach Dubai gehe und da ist alles toll. Weißt du, so, hä? Ja. Wer ist denn so doof und denkt das? Ja, ja. So, nee, man muss immer der so, denkt das. Ja, ja, genau. Nee, der, der genau. Schreit, genau. Der denkt das. Und du müsstest schon, ach so, nee, dann bleibe ich hier. Ja, genau. Ich dachte, ah, so was du bist. Ja, genau, das ist so. Gehst du mal aus dem Bild? Jetzt willst du wieder nahen. Der Typ ist auch länger, du musst ihn nur auf dem Po halten. Der Papa, wann bist du zu Hause? Habe ich den Kleinen erzählt, fragt den Typ. Hast du das drauf? Wir sind in Hollywood. Warte, jetzt auf. Warte, mach mal die Klappe runter. Ja. Ist schon echt geil, so mit dem. Mit dem Hintergrund. Ja, das ist. Film mich nicht den Hintergrund. Cool. 5G noch, komm. Los. Hier? So, Caro, wenn du nicht drauf bist. Nee. Scheiße, warte, ich versteck mich. Also da? Also, weil wir gehen ja gleich da lang, ne? Also, das ist deine Richtung. Ich sag jetzt erstmal Hallo und dann gehen wir gleich da, ne? Okay, warte. Okay. Wie gehen wir rückwärts oder vorwärts? Nein, wenn ich rauskomme, dann schneidest du mich einfach raus. Schwarzen Balken. Ja, genau. Are you listening? Damn. Yeah.